Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge, mit einem neuen Spiel von Resident Evil 2 Remake. Ja, Leute, ich habe das Resident Evil 2 schon gespielt, also auf der PlayStation 1. Ja, ich habe nicht gewusst, dass das zweite auch ein Remake ist. Habe ich ja ehrlich gesagt nicht gewusst. Aber wie es da weitergeht, lasst ein Abo, lasst ein Like da und wie das zweite Teil ist, ob die Macher von Resident Evil, von Capcom, es richtig gemacht haben, erfahren wir jetzt. Also, Kampagne. Neues Spiel. Ah, man kann mit zwei, okay, Leon S. Kennedy oder Claire Redfield. Minimal. Wir nehmen erstmal Lien. Standard, Leute. Hallo, ich bin doch kein Pussy. Boah, Alter, ich habe das dritte schon gespielt, aber das war auch gruselig, Alter. Ich hasse das. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Och, ich sollte mal schlafen. Ach, Scheiße! Nein, nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? Mein Kadaver hat Lust an. Also eins muss ich zugeben an dieses Resident Evil 2 Remake. Das sieht irgendwie viel besser aus als das dritte. Sorry, wenn ich das sage, aber Lien in Jung.
Ich kann mich doch gut erinnern, Alter, wie es passiert ist, ey, damals. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Ja, in der PlayStation 1-Version war alles auf Englisch, aber auf Deutsch nicht schlecht. Alles in Ordnung? Verdammt! Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Was zu entdecken hier? Nein, Whisky. Oh, der ist gebissen. Scheiße. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher! Hey, hey! Weg von ihm! Sofort! Was zum Teufel? Meine Götter, hat ekelhaft. Stopp! Ich schieße! Scheiße! Was ist denn da? Ein Stück Pizza, ein Aschenbecher, Raucher. Unmöglich. Das kann nicht sein. Alter, realistisch haben die gemacht. Geil. Götter. Was zum... Ja. Geh, Lian, geh einfach weg, Lian. Nicht schießen. Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was
Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Raccoon City. Claire Redfield? Moment, das ist doch der Bruder. Das ist doch die Schwester von Chris Redfield. Resident Evil 2 Remake. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch... welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Das reinste Chaos! Okay, das kann ich also nicht angreifen. Scheiße! Wir sind alle so. Da ist sie. Die Polizeistation. Daneben.
Was hier? Nein. Lamsan, dein Lien läuft. Hallo? Ist irgendjemand hier? Betrönen. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Warum schießt du nicht, du Trottel? Schickt Verstärkung. Ostkorridor. Sollte den Typ suchen. Okay, speichern erstmal. Ah, da brauche ich ein Messer wahrscheinlich. Ach, wie lächerlich ist das denn? Man kann das doch mit harter Hand abreißen. Ah, eine Schüssel. Silverspray, das brauche ich. Erstmal alles durchsuchen. Ah. Kraut. Startbroschüre. Ah, das könnt ihr selber lesen. Ah, ich weiß den Code nicht. Das habe ich auch keine Ahnung. Hä, noch wenig Munis, Alter. Wie dämlich ist das denn? Ja, und wieder, die Flagge muss groß raus, war ja klar. Ach, die typische Amis. Keep out. Hüte dich. Okay, dann geh mal rein.
Ach, eine Sicherung fehlt. Ist er tot? Oh, Licht ist an. Eigentlich geil. Halten. Ich hab Angst, Alter. Oh Gott. Aufwachen! Schnell! Aufwachen! Ah, da brauch ich innen. Mach die verdammte Tür auf! Geht zu? Sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Hilfe! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Ich halte ihn! Oh nein! Du Scheiße! Notizbuch eines Polizisten. Götterstatue? Drei Medaillonen. Ah!
noch? Okay, der liegt nicht. Die kommen durch Fenster. Die kommen durch Fenster. Okay. Die kommen durch Fenster. Verdammt! Scheiße! Ich mache eine Tür zu, die Fenster zu. Kommt keiner mehr durch. Ah. Ah, was zur Hölle? Scheiße. Stirb doch endlich mal. Komm schon! Verdammt! Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brunner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, nur das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das.
Ich kann das nicht. Stopp! Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Kampfmesser. Ja, ich weiß schon. Okay, weiter. Jetzt haben wir Messer. So habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Denn dunkel. Verdammt! Durchs Fenster rein. Daneben, jawohl. Komm, noch einmal. Die hat noch Messer.
Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund der plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliche Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Werden wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September, in Klammern Zusatz. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund der enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende könnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind vor der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinken langsam alle im Chaos. In Klammern David Ford. Karte der Polizeistation. Du lebst immer noch. Sie lebt immer noch. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like, das wird mich sehr freuen. Dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.